Gut, eine Frage vielleicht noch zum Thema Unternehmen. Ich nenne jetzt mal drei Unternehmen, Herding, Ibena, etwas länger zurück schon Renzel. Das sind drei Unternehmen, die Bocholt verlassen haben. Man hört immer natürlich immer nur diejenigen, die Bocholt verlassen haben. Von denen, die nach Bocholt kommen, hört man vergleichsweise wenig. Dazu eine Zuschauerfrage hier aus dem Raum. Was unternehmen Sie, um Firmen in Bocholt zu halten und vor allen Dingen neue Firmen in Bocholt anzusiedeln? Ich glaube, das ist da zum Teil schon beantwortet. Wir wollen für die Unternehmer vernünftige Umstände, Rahmenbedingungen schaffen, nicht nur in Bezug auf Gewerbeflächen, sondern auch in Bezug auf die weichen bzw. harten Standortfaktoren wie Bildung und Attraktivität der Innenstadt. Und wir wollen natürlich sicherstellen, dass auch der Kontakt in Beziehung zur Kommunalverwaltung verstärkt und besser hergestellt worden sind. Wir hatten damals mal so einen alleinigen Ansprechpartner, was sich aber nicht so bewährt hat. Und wir haben in der Tat auch im Verwaltungsvorstand schon das Projekt mittelstandsfreundliche Verwaltung besprochen. Es ist natürlich sofort dann auch darauf verwiesen worden, dass diese Vorgaben, die dort gemacht worden sind, zum Beispiel innerhalb bestimmter Fristen Bauanträge bearbeiten zu können, recht schwierig sich gestalten. Wir werden es nochmal mit den einzelnen Geschäftsbereichen besprechen, wobei natürlich, muss man ganz deutlich sagen, hier die Wirtschaftsförderung auch gefordert ist, aber auch die Bauverwaltung, die ja nach dem häufigsten Kontakt zu den Unternehmen hat, gerade wenn es darum geht, bestimmte Bauvorhaben zu realisieren. Und da müssen wir gucken, inwieweit das möglich ist und vor allem, inwieweit das auch mit dem Personal möglich ist, was wir jetzt haben. Herr Welsing, wie wollen Sie das denn angehen? Wie wollen Sie Unternehmen halten und neue dazu bringen? Sie sprechen gerade Unternehmen an, die Bocholt verlassen haben. Ich werde, wenn ich Bürgermeister bin, das auch zu meiner Sache machen. Wir wissen alle, wie sensibel zum Beispiel Grundstückgeschäfte sind, wie sensibel es ist, ein Unternehmen zu verlagern. Und dann sollte auch der Bürgermeister selber das an sich ziehen und Kraft Gemeindeordnung hat er die Möglichkeit und dort selber auch dann die Verhandlungen größtenteils führen. Um auch mit dem Unternehmen, um die Sensibilität dafür zu haben, um dieses Unternehmen unter allen Umständen vorzubehalten. Kommen wir zum weiteren Thema, Unterstützung von Unternehmen. Rahmenbedingungen heißt ja manchmal auch, dass man Unternehmen, jungen Unternehmen oder auch größeren, ein bisschen auf die Sprünge helfen kann. Das Thema, ich will es nicht Subvention nennen, aber es gibt manchmal Bürgschaften. Wir hatten ja hier so einen Fall in Bocholt, als es um das Thema Gigaset geht. Die brauchen eine Bürgschaft von, ich glaube, 2 Millionen Euro, um ein bestimmtes Produkt zu entwickeln. Die Stadt hat gesagt, nein. Jetzt wird das Ding, glaube ich, irgendwo im Ruhrgebiet entwickelt, wenn ich das richtig sehe. Ist das richtig, Herr Welsing? Es ist richtig, dass wir im Rat das abgelehnt haben. Das ist richtig. Ich bin der Meinung, dass die Verwaltung, dass der Rat, aber auch der Bürgermeister nicht dafür zuständig ist, um privaten Firmen Bürgschaften zu geben. Dann hätten wir morgen 10 Firmen vor der Tür stehen, die von der Stadtverwaltung eine Bürgschaft bzw. vom Rat oder der Stadt Bocholt eine Bürgschaft beantragen. Und ich bin ganz klar der Meinung, das ist im Rahmen des unternehmerischen Handelns und da soll und will der Unternehmer letztendlich auch selber. Aber es ist so wie mit Bauleitvergabe, es bleibt letztlich eine Einzelfallentscheidung und der Rat kann sich ja dem auch entgegenstellen und sagen, okay, ihr 10 habt eingereicht, wir fördern aber nur dafür, sagen wir mal, wir bürgen nur für einen. Wir, die Politik, sind nicht dafür zuständig, Bürgschaften zu vergeben, in der privaten Wirtschaft. Herr Nebel, sehen Sie das genauso? Ich sehe das ein bisschen anders. Es ging um die ganz konkrete Frage, ob im Bereich der Industrie 4.0 ein Bocholter Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut ein bestimmtes Produkt, den sogenannten Coaster, der im Bereich der Logistik eine große Rolle spielen sollte, entwickeln. Das hängt aber maßgeblich davon ab, dass also die Firma darauf gespannt, dass sie also eine Bürgschaft haben müsste, um zu dokumentieren, dass die Stadt Bocholt dieses Vorhaben unterstützt. Wir haben natürlich in internen Gesprächen mit dem Unternehmer immer abgeschätzt, wie hoch denn wohl die Wahrscheinlichkeit sein könnte, dass diese Bürgschaft A überhaupt und wenn ja, in welcher Höhe in Anspruch genommen werden sollte. Uns wurde in mehreren Gesprächen auch sehr glaubbar von dem Unternehmer versichert, dass diese Bürgschaft aller Voraussicht nach nicht in Anspruch genommen werden würde. Und wenn man erkennt, dass diese Produktion des Coasters mit dem Fraunhofer Institut, wohlgemerkt, nicht klappen würde, man natürlich nicht die gesamte Summe in Anspruch nehmen würde.
wollte. Wir haben das als Chance auch für den Wirtschaftsstandort Bocholt in Bezug auf Industrie 4.0 gesehen. Die Politik hat mit ihrer Mehrheit unseren Vorschlag nicht gefolgt. Und dann sind wir fertig und ist richtig, dieser Cluster wird jetzt gefertigt. Aber Herr Welsing hat ja recht, wenn er sagt, wenn Sie einem sozusagen den kleinen Finger geben, kommen die anderen und wollen auch alle was. Wenn ein anderer kommt und auch im Rahmen des Industrie 4.0 mit einem Namen auf dem Institut so ein Produkt entwickeln will, dann hätten wir diese Prüfung selbstverständlich vorgenommen. Wenn einer meint, er müsste sie grundsätzlich selbstständig machen und möchte gerne eine Bürgschaft dafür, wir haben natürlich sofort gesagt, nein, geht nicht. Also das wäre so ein Fall, wo Sie sagen würden, da sollte man es machen. Wenn in diesem Fall mit dem Muster hätte man es meiner Meinung nach machen sollen, also absolut ein Einzelfall. Und gut, da gibt es verschiedene Meinungen. Die CDU, glaube ich, hat auch einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass sie das nicht macht, um einfach auch sozusagen hier einen Riegel vorzuschieben. Man kann und man muss Wirtschaft auf vielfältige Art und Weise fördern. Aber das war nach unserer Meinung, auch nach meiner Meinung, nicht der richtige Weg. Okay. Das ist ja grundsätzlich richtig. Wir würden auch nie auf die Idee kommen, Subventionen zu prüfen. Aber wie gesagt, Bürgschaften sind auch in der Gemeindeordnung durchaus vorgesehen.